Herzlich willkommen zurück bei Child of Light. Wir haben beim letzten Mal einen neuen Begleiter erhalten, und zwar die Gen. Und die wollen wir uns mal anschauen. Die hat nämlich auch noch Fertigkeiten. Aber zuerst mal müssen wir dem Robert noch hier verteidigen, Stufe 3 spendieren. Ach nee, das braucht ja 2 Punkte. Hat er nicht. Haben alle nicht. Okay, nur die Gen hat Punkte. Dann, was macht sie denn? Was haben wir denn hier? Sie hat einmal Retourrammel. Die anvisierte dunkle Kreatur wird auf der Zeitleiste um 20% zurückgestoßen. Das ist nett und macht auch noch zusätzlich Schaden. Dann ist das Stufe 2. Dann Schlachtruf. Das Tempo erhöht sich um 50%. Wenn die LP unter 25% fallen, das ist eine passive Fertigkeit. Dann haben wir das Ganze noch auf alle, die Retourrammel. Schlachtruf geht bis 30%. Also die Retourrammel ist schon nice, muss ich sagen. Dauert halt sehr lange auf allem. Na, ich weiß nicht, noch nicht so genau. Wir schauen mal weiter. Hemmschuh. Greift eine anvisierte dunkle Kreatur an und reduziert ihr Tempo 2 Runden lang um 30%. Dann spring ins Feld. Ein anvisierter Verbündeter beginnt 4 Runden lang bei 30% auf der Zeitleiste. Das ist sehr, sehr nice. Dauert mittel. Hemmschuh dauert sehr lang. Das dauert immer noch sehr lang. Da haben wir noch die beiden auf alle. Hemmschuh auf alle. Sehr schön. Das geht sogar bis Stufe 3. Kostet aber auch richtig viel Mana. Aber das hört sich doch ganz gut an. Spring ins Feld auch auf alle. Es geht bis 50%. Also unsere Leute können 4 Runden lang bei 50% auf der Zeitleiste anfangen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir das denn schaffen, irgendwie das durchzukriegen. Das ist natürlich die Frage. Dann haben wir noch Paralyse. Hindert eine anvisierte dunkle Kreatur 6 Sekunden lang an jeglicher Handlung. Verteidigen, das kennen wir. Ja, ansonsten haben wir noch Paralyse auf alle. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir gehen mal in diesen Tree. Der gefällt mir echt gut, so von dem, was ich jetzt gerade sehe. Spring ins Feld vor allen Dingen, dass die Leute ein bisschen schneller wieder zum Zuge kommen. Und natürlich die Gegner zu behindern, ist auch nie verkehrt. Die Frage ist natürlich, ob das macht ja auch Schaden, ob das nach der Unterbrechung oder vor der Unterbrechung, dass die 30% da zurückgesetzt werden. Das müssen wir noch herausfinden irgendwie. So, aber sie ist ja schon fast durch. Also sie hat auch schon einen Fertigkeitspunkt noch. Und das kostet jetzt 2. Das sieht soweit ja schon mal ganz gut aus. Wir hatten noch Fertigkeitspunkte. Okay, jeder hat noch einen. Wir brauchen aber 2, um weiter zu upgraden. Das heißt, wir müssen sparen. Weiter geht es. Man konnte ja, glaube ich, da im... in diesem Tempel da, wo wir vorhin waren, also in der letzten Episode, da konnte man, glaube ich, noch weiter nach unten oder zumindest da rein. Da, wo dieser Riese war. Müssen wir mal schauen, ob wir da noch weiter runter können oder hoch. Wobei hoch ist eher unwahrscheinlich. Denn nach oben war ja zu dieser Berg. Deswegen denke ich mal, es geht eher nach unten. Es sieht auch ein bisschen aus wie ein Fahrstuhl. Schauen wir mal. Ja, es sieht so aus, als ist es ein Fahrstuhl. Schöne Animationen. Wo sind wir denn hier? Kapitel 10, die tiefsten Tiefen. Schön. Wertvolles Kristall, ich könnte es versilbern. Margaret oder ich können jederzeit weichen. Und ich gehe für Profit sogar über Leichen. Das war mir sowas von klar, Robert, dass du auch über Leichen gehst für deinen Profit. Du bist einfach eine geldgeile Sau. Kannst du nicht anders sagen. Das ist ein richtiger... Aha, können wir da durch? Na, irgendwie nicht. Das scheint eine Tür zu sein. Vielleicht können wir das damit aufmachen. So ist es. Ich will jetzt aber nochmal ganz kurz auf die andere Seite schauen, ob da noch was ist. Zumindest, ob irgendwie eine Sackgasse ist. Aha, da ist ein Gegner. Kommen wir hier durch. Autsch, das macht Schaden. Das, vielleicht wenn... Ja, wenn der Blitz nicht gerade da ist, dann kommen wir da durch. Was steht da? Hinunter zum Palast der Sonne. Da ist wieder so ein Ding. Keine Ahnung, wofür die genau sind. Falls es jemand weiß, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Wow. Ich bin echt noch in den blöden Pfeil reingeflogen. Ach, das gibt's noch nicht. Jetzt müssen wir auch noch kämpfen gegen die Schweine.
Und es sieht ganz aus, als hätten die dunkle Kreatur hier am Start. So. Und das sieht so ein bisschen nach einer Wasserkreatur aus. Haben wir irgendjemanden, der Blitzschaden hat? Monsun ist, glaube ich, Wasserschaden. Ist jetzt die Frage. Erstmal heilen wir uns. Vielleicht klappt das ja, bevor der drankommt. Das sieht gut aus. Gepanzert, okay. Das macht einfach trotz Panzerung viel zu viel Schaden. So, was machen wir denn? Wir müssen ja eigentlich locker Zeit haben für einen Kadida-Spalt auf alle. Wahrscheinlich wird jetzt wieder der eine oder andere sterben hier aus der Gruppe. Aber mein Gott, so ist das Leben nun mal. Ja, ich hätte ihn. Der ist feuerresistent. Ha. Ja, genau, man braucht da Blitzschaden wahrscheinlich. Den aber keiner von unserer Gruppe, glaube ich, hat. Zumindest machen wir aber, glaube ich, den Reapern einigermaßen Schaden. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt alle unterbrechen erstmal. Das wirklich sonderlich prickelnd ist es ja nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja, da werden wir gleich sterben. Ich glaube, so wirklich viel dagegen habe ich jetzt auch nicht, wenn wir da sterben. Denn ich wollte ja eigentlich sowieso nicht gegen die kämpfen. Ich sehe da, die sind viel zu stark dafür, dass sie was sie bringen. Meiner Ansicht nach. Deswegen, ja, ich meine, wir können die Rubella mal noch auswechseln gegen den Finn. Vielleicht hat er zwar auch nur Feuerschaden und Wasserschaden. Dagegen wird der Typ wahrscheinlich immun sein. Können wir mal schauen, ob die Gen irgendwie was taugt. So, was machst du denn? Hemmschuh auf alle. Wie wir es mal... Ah, der Kategida-Spalter kommt nicht rechtzeitig an. Ja, der ist tot. Okay. Wow, das macht ziemlich viel Schaden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 140. Nicht schlecht. So, ausgewichen. Sehr schön. Dann nehmen wir dann aber trotzdem noch 130. So, wir müssen den Dicken da mal auswechseln. Dafür bringen wir... weiß ich nicht, den Robert rein vielleicht. So, die sind ja auch jetzt alle verlangsamt. Vielleicht können wir ja hier jetzt doch noch diesen Kampf gewinnen, ohne große Probleme. Das bringt ja gar nichts. Das macht ja fast gar keinen Schaden. Bin fast ein bisschen schockiert. 33, sie ist wasserresistent. Haben wir Wasserresistenzen gegeben? Wäre möglich. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Springen ins Feld bringt es, glaube ich, auch nicht wirklich zur Zeit. So. Dann der Robert, den wechseln wir wieder aus. Der macht sowieso fast keinen Schaden. Also physischen Schaden ist bei denen nicht wirklich gut. Sieht sie mit Rubella aus. Die kann sich auch direkt mal... Nee, ich glaube, sie unterbrechen mal kurz. Oder wir versuchen das zumindest. Damit sie wenigstens den Zauber durchbringen kann. Das macht sie auch nicht wirklich. Ach, diese blöden Konter die ganze Zeit. Das ist doch einfach räudig. Ja, das... Die halten auch viel zu viel aus. Das ist... So. Sehr schön. Auf ein neues. Das ist ja das, was ich eigentlich sowieso mehr oder weniger beabsichtigt habe. Wir fliegen jetzt hier einfach mal durch. Da sind nämlich noch Schätze. Nehmen wir mit. Und der da oben... Denke ich mal, kann uns mal kreuzweise. Ich will noch mal gucken, ob hier was ist. Da ist tatsächlich was. Mist. Das gibt's doch nicht. Man müsste das diesen Kampf irgendwie abbrechen können. So, direkt mal auswechseln.
irgendwie die Gen rein. Wir probieren es jetzt halt einfach nochmal. Wenn nicht, dann schaue ich nochmal, ob die Gegenstände zurückgesetzt sind. Und die holen wir es halt nochmal und dann hauen wir da wieder ab. Gehen wir jetzt zuerst auf die andere Seite. Kann natürlich sein, dass wir die da am Ende trotzdem noch irgendwie umbringen müssen. Aber momentan ist es nicht ersichtlich. Deswegen mach du mal einen Kategida-Spalter auf alle. Kritischer Treffer. Ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee, immer alle anzugreifen, man sollte sich wahrscheinlich auf einen fokussieren. Aber dadurch, dass es drei sind, machen sie halt einfach generell viel zu viel Schaden. Ja, wir lassen das. Wir sterben nochmal und dann passt das auch. Wie gesagt, da würden wir sonst viele Vorräte verbrauchen dafür, dass wir die überhaupt nicht bekämpfen müssten. Komm. Ich will kurz gucken, ob die Vorräte wieder da sind. Oder ob wir die immer noch haben. Vielleicht hat das ja gespeichert. Das ist in der Tat der Fall. So, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Vielleicht können wir hier oben durch. Nein, können wir nicht. Da ist nochmal einer. Die sieht man auch so schlecht. Na? So, dann müssen wir das Ding hier betätigen. Ach Mist. Gibt's doch nicht. Wie macht man das denn am besten? So, auf ein neues. Ah, das hat geklappt. In Ordnung. Wir sind drin. Ungeschliffene Rubine. Ach, das ist eine Sackgasse. Oder? Wie durch? Ne, hier ist zu. Hier ist in der Tat eine Sackgasse. Kommen wir hier wieder raus. Wahrscheinlich so. Jawohl, okay, gut, dann müssen wir doch dahin. Müssen wir da oben durch. Schön, dass wir das mittlerweile erfahren haben. Dann müssen wir vielleicht diesen Kampf trotzdem bestreiten. Na, schieß doch mal. Ach Mist. So, wer bist du? Elementar, Igniculus, hilf mir. Du kennst meinen Namen, ich kenne dich nicht. Du und ich, wir beide sind Elementare. Aus der himmlischen Ebene entspringt unser Licht. Ach, an eine Ebene erinnere ich mich nicht. Du bist noch jung, gerade erst geboren. Helle Lichter wie du vergessen schnell. Oh, nun zurück zum ewig werdenden Morgen. Er ist großartig und noch heller als hell. Lichter tanzen dort wahrscheinlich schnell, wahnsinnig schnell. Und noch mehr Glühwürmer leben dort? 1000 Brüder und Schwestern bevölkern diesen Ort. Ich vermisse ihn sehr, ein pisceanischer Zauberer rief mich her. Doch hat ein Unhold ihn dort fortgetragen? Der Königin der Nacht konnte ich entrinnen. Bin ich jedoch zu schwach, den Ursprung heimzuwagen? Igniculus, ich brauche deine Hilfe, kannst du mich hören? Wir müssen unsere Kraft bündeln, mehr Elementare beschwören. Ja, das wäre schön. Schauen wir mal. Sie haben sich erhoben. Wo? Meine Glieder sind müde und schwer. Sie hören mich nicht, die Elementare sind verstreut. Eure Führung bedürfen sie sehr. Verlorene Lichter holt sie alle her. Ich spüre in zwei in der Ebene, im Wald, auf dem Meer. Funken wie du umschweren Schreine. Ihre Kraft befreit mich aus dieser Welt hier. Was meinst du, Aurora? Helfen wir? Wir bringen sie zurück, das schwöre ich dir. Eine neue Quest, die verlorenen Lichter. Schauen wir uns das mal an. Inventar. Finde 6 leuchtende Glühwürmer, die um Schreine im Wald, Ebene und Meer irren und lass sie zum Elementar, der nach Hause will, schwirren. 6 Stück? Moment, das habe ich nicht richtig gelesen. Das haben wir auch noch. 6, okay. Alles klar. Ich habe nur so eine Vermutung.
Jetzt hatten wir ja doch diese komischen Schreine hier gesehen. Das hier, ja. Hoch ein Glühwein. Jetzt habe ich wieder nicht schnell genug gelesen. Grüß dich. Heda, ich suche einen alten Elementar. Er rief mich her. Los fliegt zur Küste vom Zimbelmeer. Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Noch fünf, nicht weniger, nicht mehr. Ja, wo waren die denn nochmal alle, die blöden Schreine? Da unten, nach unten müssen wir wahrscheinlich auch. Oh. Habe ich hier etwa eine Kiste übersehen? Da kommen wir gar nicht durch. Da müssen wir wahrscheinlich von unten her kommen. Aber wir suchen jetzt erstmal kurz diese ganzen Schreine auf. Zumindest die, an die ich mich noch erinnere. Hier war einer. Dann weiß ich sicher, dass im Wald einer war. Wahrscheinlich müssen wir überall wieder durchfliegen. Da ist ein Glühwürmchen aus dem Heer, genau. Hallo? Hi, ich suche einen alten Elementar. Rief mich her. Los, fliegt zur Küste vom Zimbelmeer. So, für die anderen müssen wir jetzt wahrscheinlich die Schnellreisefunktion verwenden. Noch vier, genau. Karte Lemurias. Oh. Tempel des Mondes. Vergessener Turm. Ah, wir sind bereits hier unten. Dorf der Pisciana. Ich muss nochmal kurz in der Quest lesen. Vielleicht steht da genau, wo die sind. In Ebene, Wald und Meer. Also Meer haben wir einen gefunden. Ich glaube, das war auch der einzige. Dann ist auf jeden Fall bei den Rambert-Ebenen noch irgendeines. Die Frage ist, wo genau? Wir müssen hier mal noch kurz durchfliegen. Vielleicht finden wir da was. Ich weiß, glaube ich, dass... Ach, ich glaube, es war ganz am Anfang war einer. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen müssen wir da nochmal durchfliegen. Und hoffentlich keine Kämpfe starten, das wäre mir ganz lieb. Man sieht auf der Übersicht auch, wie viele Truhen wir haben und also wie viele wir gefunden haben. Von wie vielen. Wir haben fast alle. Es wird jetzt kein 100% Run, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie viele wir gefunden haben und wie viele noch übrig wären. Ja, die Dame. Hier ist eines. Sehr schön. Salve. Hola, kennt ihr einen alten Elementar? Er rief mich. Los, fliegt zum Küste vom Zimbelmeer. So, das sind jetzt noch drei. Und ich vermute, ich glaube, bei den Windrädern, da war auch noch eins, genau. Zu Mathildis Wald. Irgendwo hier am Anfang war, glaube ich, auch noch eins. Wenn ich mich nicht täusche. Es fehlen ja noch drei. Also irgendwo ist bestimmt noch eins versteckt. Na? Wo ist es denn? Ups. Ja, die sollten ja hoffentlich kein Problem darstellen. Na? Ach, die sind verdammt schnell. Unterbricht, verteidig dich mal. Ja, zwei sind schon mal weg. Die hatten zum Glück auch nicht allzu viel aus. Das müsste ja eigentlich soweit möglich sein. Jawohl, 283. Gut gemacht, gibt fast kein XP, aber das war zu erwarten. Egal. Deswegen sind wir nicht hier. Wir suchen diese komischen Dinger. Vielleicht sind ja auch eins oder zwei noch versteckt. Das wäre natürlich auch möglich. Geht's hier oben rüber? Nein, wir müssen durch diesen Felsen durch. Ach genau, das war hier. Na, ups. Hab wieder ein bisschen schusselig gemacht. Zum Glück können wir jederzeit mit der Schnellreisefunktion hier weg. Wenn wir das denn möchten. Hier unten war noch irgendwo eines. Nur nicht wieder angreifen. Nee, da war glaube ich nichts. Also zumindest kein... Keines dieser Dinger. Wir werden jetzt zum Glück immer gewarnt von... Von Igniculus. Hier oben war auch nichts. Das heißt, wir müssen wieder durch diesen Berg durch.
So. Das ging jetzt zum Glück diesmal ein bisschen einfacher. Wahrscheinlich irgendwie, wenn dann am Boden irgendwo. Würde, wäre zumindest irgendwie logisch. Glaube ich. Wo war das denn nochmal? Jetzt wissen wir wenigstens, wofür die Dinger gut sind. Ups. Vielleicht ist es auch mich hier mittendrin irgendwo, aber ich habe das Gefühl gehabt, es sei irgendwo am Anfang. Wobei, am Anfang sind wir ja schon durch. Und am Ende haben wir eins gefunden. Es ist ja unwahrscheinlich, dass dann noch eins ist. Wir schauen hier einfach mal durch. Das hier hatten wir schon. Okay, das heißt, wir sind schon bereits bei der Stadt der Bulmuspupilli. In Ordnung, dann... Tempel des Mondes. Das wurde, glaube ich, nichts angesagt. Wir gehen mal zum Capilli-Dorf. Schauen hier mal noch kurz durch. Es kann natürlich auch sein, dass im Ende hier etwas war. Ich glaube, hier waren auf jeden Fall zwei im Wald. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich hätte mir das vielleicht aufschreiben sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Deswegen müssen wir hier einfach mal durchfliegen. Also es war auf jeden Fall nicht unter Tage. Es war nirgendwo unter Tage, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Na? Ach Mist. Muss das denn sein? Da müssen wir jetzt halt durch diesen Windstrom durch, diesen Windkanal. Husch, schnell hier hoch. So, hier scheint aber nichts zu sein. Da können wir wenigstens gegen den Wind anfliegen, aber oben kommen wir nicht durch. Na gut, dann halt hier. Hier geht es schon zu den Rambert-Ebenen. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Mathildes Wald. Da war auf jeden Fall eines. Und zwar rechts. Bin ich mir zu 90% sicher. Oder nicht? Hä? Wo geht's denn hier durch? Hier nach unten. Nur nicht wieder in irgendeinen Gegner reinfliegen. Das wäre jetzt das Letzte, was ich möchte. Ich sag's noch. Naja gut, macht sie platt, Jungs. Das sollte eigentlich ja eins dieser Dinger sollte dafür reichen. Jawohl. Das war ja relativ harmlos. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Wir sind ja schließlich im Anfangsgebiet. Da war der blöde Wolf. Dann hier rechts irgendwo war das. Na? Hier weiter? Jetzt müsste es irgendwo kommen. Das gibt's doch nicht. Das war doch nicht so weit weg. Oder doch? Da ist dieser komische Baum. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Wo war das denn? Ja, also wenn euch das nicht interessiert, dann könnt ihr die Folge auf jeden Fall überspringen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen weitersuchen und ansonsten werde ich das off-camera machen, wenn ich da nicht bald irgendwie ein paar Fortschritte erziele, denn ich denke, das wird sonst noch ein bisschen langweilig für euch. Aber wenn euch das jetzt nicht interessiert, wo die Dinge sind, dann könnt ihr das auch rausschneiden. Ich überlege mir auch, ob ich jetzt vielleicht off-camera suche und euch dann einfach das reinschneide, wo die genau waren. Das wäre vielleicht eine Alternative. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ich werde jetzt off-camera weitersuchen und werde euch dann kurz zeigen, wo die waren. Bis dann! So, da sind wir wieder. Ich habe nochmal einen gefunden. Und zwar, wenn wir uns das auf der Karte anschauen, ist das hier beim alten Kloster ganz, ganz rechts. Da ist nochmal eins. Wie geht's? Gut, ein erlöschender Elementar rief mich hierher. Los fliegt zur Küste vom Zimbelmeer.
Beim Elementar warten wir euch mit unserem Licht im Meer. Noch zwei, das wird nicht schwer. Hoffentlich. Gut, ich suche weiter. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe noch einen gefunden. Und zwar sind wir jetzt im Dornenbaum. Also ich bin von Mathildis Wald hier vom Altar, bin ich nach links geflogen und bin dann über den Dornenbaum hier hingekommen. Und da ist noch einer. Willkommen in Lemuria. Danke, ich suche einen alten Elementar. Er rief mich her. Los, flieg zur Küste vom Zindelmeer. Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Der letzte. Dann bleibt keiner mehr. So, das heißt, ich muss jetzt noch einen suchen. Und ja. Das mache ich natürlich wieder off-camera. Ich sag euch Bescheid, wenn ich ihn gefunden habe. Bis dann. So, da sind wir wieder in der Stadt der Bulmus-Propili hier. Ich bin jetzt aber von dem Tempel des Mondes zurückgeflogen und habe hier den letzten Schrein gefunden. Und ja, dann sprechen wir mal. Hallo, Igniculus, ich suche einen alten Elementar. Er rief mich her. Los, flieg zur Küste vom Zindelmeer. Ich eile jetzt zu ihm bis nachher. Kehren wir zum Elementar zurück, bevor er uns vergisst. Aura, sag du mir, was zu Hause ist. Das ist dort, wo du groß geworden bist. Ja, gut, dann war es jetzt auch mit dieser Episode. Ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Für euch wahrscheinlich nicht, aber zumindest für mich. Bin noch jegliche Minuten hier planlos in der Gegend durchgeflogen auf der Suche nach diesen Glühwürmchen hier. Und dann gehen wir dann in der nächsten Episode die Quest ab. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.